Ich bereue nicht, dass ich zu Hause geblieben bin, um Mutter zu sein. Aber ich bereue, keinen Abschluss zu haben. Deshalb hat sich diese gewisse Mom gerade am College eingeschrieben. Ich spreche übrigens von mir selbst. Wir sehen uns auf dem Pausenhof. Niemand sagt das mehr, Mom. Ich führe es wieder ein. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Hier auch im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Moin. Haben uns hier bei sehr sommerlichen Temperaturen mal in das kühle Studio zurückgezogen. Also ich zumindest. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber müsste auch gehen, oder? Ich bin Open Air. Open Air? Auf dem Balkon? Klar. Oder meinst du oben ohne? Das ist der Fantasie der Hörer überlassen jetzt. Beginnt gleich das Kopfkino und damit auch die Überleitung. Wir waren nämlich auch wieder im Kino und waren unter anderem in der Sneak Preview, zu der wir zuerst mal kommen möchten. Dort hatten wir die Filmperle How to Party with Mom, Originaltitel Life of the Party, aus den USA. Geht 105 Minuten, ja, mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle, von Ben Falcone, der auch irgendwie seine halbe Familie da drin untergebracht hat, wenn ich so den Cast lese. Oder Falcone ist so ein Name wie Müller, Meyer, Schmidt oder so. Ein sehr gebräuchlicher Name. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, was jetzt zutrifft, aber ich tippe mal eher Ersteres. Ja, Melissa McCarthy spielt eine Mutter, die deren Tochter an so einer Uni ist und die lebt gar nicht so weit von zu Hause entfernt, aber es ist jedes Mal ein Riesenthema, wenn die in die Uni gebracht wird, und sie lebt auch dort auf dem Campus natürlich, und ja, es ist für die Eltern halt doch ganz schön schwer, sich dann immer von ihr zu trennen. Und als sie dann das eine Mal wieder die Tochter dort abgeben, eröffnet, oder dann kommt Melissa McCarthy auf den Gedanken so, hey, jetzt wo die Tochter wieder mal ein Semester weg ist, dann lass uns doch mal irgendwie was verwirklichen, was wir schon immer tun wollten, sagt sie zu ihrem Mann, nämlich irgendwie mal nach Italien fahren oder hier die Welt entdecken oder irgendwas. Und der Mann ist von dem Vorschlag jetzt nicht so ganz angetan, weil der hat da ein bisschen andere Pläne, der will sich nämlich scheiden lassen. Das sagt er ihr dann auch gleich noch im Auto auf dem Campus, was dann gleich zu einem Zerwürfnis führt. Und Melissa McCarthy steigt dann auch erstmal gleich aus und ja, geht zu ihren Eltern geht sie erstmal hin. Und die müssen sie erstmal irgendwie ein bisschen seelisch und moralisch auffangen, weil die ist ja völlig am Ende, jetzt so eine Botschaft da zu bekommen. Und sie fragt ihn dann natürlich noch, wer ist sie, weil er sagt dann, ja, ich habe mich verliebt, wer ist sie, und ach, dann erfährt sie auch noch, wer das ist, und das ist alles ganz furchtbar. Und sie beschließt dann, weil er das gemeinsame Haus verkaufen möchte, beschließt sie auszuziehen, findet aber nicht so richtig was und kommt halt auf die Idee, weil sie damals wegen ihrer Tochter, als sie schwanger war, die Uni abgebrochen hat, jetzt das Studium nochmal quasi fortzuführen. Ja, sie hat irgendwie die Scheine irgendwie gemacht gehabt, die zählen wohl noch, und dann will sie das fortsetzen, das Studium. Was hat sie? Archäologie oder irgend sowas, ne? Ja. Oder ja, sie will ja Indiana Jones werden. Ach, stimmt, ja. Na, passt ja, ne? Ja, quasi sieht ja aus wie Lara Croft, passt. Ja. Na, jedenfalls schreibt sie sich an der Uni wieder ein. Und ihre Tochter ist natürlich sehr begeistert, dass jetzt die Mama da auch mit ist und ständig da in diesem Verbindungshaus. In den USA gibt es ja immer so Verbindungshäuser, wo die dann so gemeinsam rumhängen und dann irgendwie, ja, rumhängen halt, ne? Und da hängt halt dann die Mutter mit rum und bringt irgendwie was zu essen mit, und die anderen finden sie natürlich irgendwie ganz toll da, die Mama, weil die natürlich alles Mögliche macht und so, aber für die Tochter ist ganz schön peinlich. Und ja, peinlich trifft es auch ganz gut, weil das ist eine endlose Aneinanderreihung von Peinlichkeiten, dieser Film, der teilweise knapp an ganz peinlichen Sachen so vorbeischrammt, und manchmal schrammt er nicht nur, manchmal nimmt er sie auch mit.
Und da, ja, also man kann sich ja schon ungefähr denken, worauf das hinausläuft, ja, dass eben die Mutter, die alte Mutter mit auf irgendwelche Partys genommen wird, wo halt wirklich Sachen passieren und dann natürlich, war jetzt natürlich hier mit Frauenpower und sonst was allem, kriegt sie natürlich auch noch einen ganz jungen Kerl dann mal ab und so, mit dem sie dann auch ins Bett geht und das wird natürlich auch wirklich auserzählt bis zum geht nicht mehr, was da passiert und wie und was und irgendwas Wesentliches noch vergessen, was man bräuchte, um vielleicht wenigstens ein bisschen Lust zu machen auf den Film, nee, ne? keine Nacktszenen? Macht es Lust auf den Film? Ich weiß nicht. Also Melissa McCarthy wird schon mal besser Adria Arjona. Sag mal so, Melissa McCarthy ist nicht nackt. Das ist vielleicht ein Vorteil für den Film. Und sie kotzt auch nicht und sie hat auch keinen Dünnpfiff, den sie irgendwie auf der Straße irgendwie oder so. War die das da bei Brotherhood? Ja, das war die. Ja. Also diese Grenzen werden zum Glück alle nicht überschritten. Also da gab es ein paar Mal so Fälle, das war das, was ich vorhin meinte, mit so die Grenze zur Peinlichkeit wird ein paar Mal so gestreift. Da gibt es dann so Szenen, da trinken sie natürlich wieder Unmengen Alkohol und so. Und dann fängt es an, die Melissa McCarthy so zu heben. Da denkst du schon, okay, die kotzt jetzt gleich irgendwie alles voll oder so. Das ist halt Melissa McCarthy. Aber dann passiert es halt doch nicht. Ne? Oh, Spoiler-Alarm. Ein bisschen bekannte Gesichter waren dabei. Also Jillian Jacobs. Warte mal, ich bringe gerade den Namen durcheinander. Jillian Jacobs oder Jillian Jacobs war es, die von Community war dabei, die eine aus der Serie Community. Die war ganz cool eigentlich da. Und Julie Bowen, die bei Modern Family, die quasi die blonde Frau von. Wie heißt der Typ? Vergessen. Phil. Von Phil, genau, ja. Phil Dunphy, ja, die Frau von Phil Dunphy spielt mit. Die ist quasi hier die neue Frau von dem Typen. Und sie spielt hier auch eine Häusermaklerin, wie bei Modern Family. Was mich aber trotzdem wundert, dass manche den so gut fanden, ne? Ich glaube, die waren froh, dass es vorbei ist. Nee, guck mal, zum Beispiel im Kino in Reutlingen, die haben ja auch eine Webseite. Jetzt nicht kein Reutlingen-Dissen jetzt, darauf will ich jetzt nicht hinaus. Nein. Aber die veröffentlichen ja ihre Wertungen im Internet, hier auf der Facebook-Seite von denen. Da liegt es eigentlich schon so über dem Durchschnitt, so eher Tendenz Richtung gut. Und die anderen Sneaks, ich glaube, in Halle lief der auch und die waren ja eigentlich auch ganz gut. Deswegen hatte ich gedacht, na, vielleicht ist er nicht so schlecht, aber selbst auch bei uns, ne, die Wertung. Mal reingucken hier. Ein paar Achterwertungen sogar, ein paar Siebenerwertungen. Ich glaube, wenn du betrunken bist, ist der Film richtig gut. Einer hat 9 gegeben, aber einer hat. Ja, warum? Ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ich weiß bekanntlich, dass ich keinen Geschmack habe. Bekanntlich. Ich verstehe auch nichts von Fußball, weil ich VfB-Fan bin. Also, was? Das ist schon okay. Wer sagt sowas hier? Unglaublich. Weißt du, wenn die Antwort auf die Frage, wenn du mich fragst, wer Meister wird, ist, dann ist, kannst du keine Ahnung von Fußball haben. Kommen wir zurück zu Melissa McCarthy. Ja, Melissa McCarthy und How to Party. Die du mit Lara Croft verglichen hast. Ich habe gesagt, sie ist keine Lara Croft. Sie wäre gerne eine. Ja. Ja. Ach, da gibt es so unsägliche Szenen, die bis zum Ende, also die sind schon peinlich, wenn sie beginnen. Man ahnt schon, auf was es hinausläuft. Und dann werden die einfach dermaßen ausgewalzt. Da soll sie zum Beispiel so einen freien Vortrag halten. Der Professor, bei dem sie das macht, mit dem war sie früher in einer Klasse. Ne? Und der ist jetzt Professor an der Uni. Und das war, glaube ich, Dr. Spaceman aus 30 Rock. Ich weiß nicht, das wollte ich nochmal verifizieren. Habe ich jetzt gerade nicht. Werde ich vielleicht später mal tun. Oder vielleicht weiß es jemand von den Hörern.
der ja eine coole Rolle hat. Kennt ihr Dr. Spaceman aus 30 Rock? Nein. Ansonsten empfehle ich mal, also 30 Rock ist ja so eine Serie, die in so einer virtuellen Fernsehshow spielt, rundrum. Ziemlich lustig, ziemlich, hat viele Golden Globes abgeräumt. Und da gibt es so einen Doktor, der ist immer total krass drauf, verschreibt den Leuten irgendwie LSD und sowas. Und der heißt doch Doktor, eigentlich heißt er irgendwie Dr. Spaceman, aber alle nennen nur Dr. Spaceman, weil der wirklich ziemlich krass drauf ist. Gibt es auch auf YouTube so Best of Dr. Spaceman Compilations. Kann man sich mal reinziehen. Ja, und da soll sie jedenfalls so einen freien Vortrag halten über ihr Thema und das fängt schon peinlich an und das wird einfach ausgewalzt bis zum geht nicht mehr, weil sie fängt dann an mit Schwitzen und das ist ganz furchtbar, oder? Ja, ganz furchtbar ist ganz furchtbar untertrieben. Aber okay, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ich bin ja schon froh, dass Melissa McCarthy jetzt nicht wieder in den Pipi-Kaka-Humor zurückgekehrt ist. Man gibt sich also schon mit wenig zufrieden bei der guten Frau gerade. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie nichts mehr mit ihr anfangen. Überhaupt gar nichts mehr. Konntest du ist mal? Vielleicht schon, man ist schon mit richtigen Vorurteilen belastet, also ich zumindest. Ja. Ja. Ich konnte mal was mit ihr anfangen. Wo sie noch in den Serien war, ne? Ja, sie war eine super tolle Suki St. James in Gilmore Girls. Ich habe sie geliebt. Von Staffel 1 bis Staffel 7, wobei 8 ist ja auch nochmal dabei. Und deswegen verstehe ich das nicht. Sie ist eine tolle Frau, sie ist eine tolle Schauspielerin und dann, für mich ist das ein kompletter Absturz. Ich kann keinen Melissa McCarthy-Film mehr sehen. Ich will ihn auch gar nicht. Wenn ich schon sehe, dass sie wieder einen neuen Film macht und wieder so eine komische Komödie. Ich will es gar nicht sehen. Ich habe null Interesse, den Film anzugucken. Weil es einfach immer auf das Gleiche hinausläuft. Die spielt immer, immer die naive Dicke. Nee, nicht mal. Ja, doch. Die hat mal mit Sandra Bullock doch diesen Kopffilm da gemacht. Hm? Da war sie diese schmuddelige, dreckige. Hm. Und das mag ich ja sowieso nicht. Oder dann in Tammy, dem Film, da hat sie doch auch so eine verlotterte. Die hat dann in die Kamera geflucht und rumgefurzt und was weiß ich. Und sah aus, als wäre sie gerade aus einer Mülltonne gestiegen. Ich kann die in solchen Filmen nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Wenn das die Art von Film ist, die sie machen will, dann soll sie es machen. Aber mich hat sie damit als Zuschauerin verloren. Ich will Suki wieder. Ja, gibt's alles nicht mehr. Ich will die 100 Minuten Lebenszeit wieder. 105. Ja, die 5 Minuten waren die, wo ich jetzt abgezogen habe für den Abspann und das eine Mal, wo ich kurz machen musste. Wir haben die Schriften nicht bis zu Ende geguckt. Wir hatten Angst, dass da noch eine Szene kommt. Deswegen ja, die Post-Credit-Szene haben wir voll verpasst, weil da wird nämlich verraten, wie es weitergeht im Melissa McCarthy-Universum. Im MCCU. Melissa McCarthy-Universum. Ja. Genau. Aber wie ist das so, jetzt mal so, als wenn ich mal indiskret werden darf bei Lehrern, wenn da jemand so leidet hier bei wie die da vorne, da schreitet man doch vorher schon ein, oder? Man lässt doch denjenigen sich nicht selbst so demontieren, oder? Kommt drauf an, also Kindern ja, aber bei Melissa McCarthy nein, da war das so ein bisschen umgekippt ist, weil dann hält sie wenigstens die Klappe. Okay. Entschuldigung. Ah, ja. Also von mir bekommt dieser Ausfall, doch, es war schon furchtbar, aber 4 von 10. du machst mich fertig. 4 von 10 ist echt hart. Ich habe ihm 3 Punkte gegeben und die 3 Punkte auch nur wegen Adria Arjona. Welche war das? Finde mal. Tja, Adria Arjona. War das eine von denen? Eine puerto-ricanische Schauspielerin. Ja, die war aus dem Windows-Haus. Die hat nicht viel Text gehabt, was ich sehr schade fand eigentlich. Ah, das ist die von Pacific Rim. Ha. Ach, die. Genau. Jo. Jetzt muss ich doch mal gucken, wenn ich das eher einmal offen habe hier. How to Party with Mom, ob das Dr. Spaceman war. Wie hieß der? weil ich gerade lese hier bei Rollenname Uber Driver. Das war übrigens der Regisseur, der Uber Driver, ne? Aber das war eine lustige Szene. Also da habe ich mal kurz so. Das war ja auch klar, dass es. Entschuldigung, das ist. Adria Arjona hat Amanda gespielt. Warte mal, wie ist der? Mr. Turek, genau, der hieß nämlich wie Tupac. Ich habe immer als Tupac verstanden, aber der heißt Turek.
Chris Parnell. So, und ja, das ist Dr. Spaceman, klar. 30 Rock, oder? Sieht vom Bild her, ja klar. Dr. Leo Spaceman, jawohl. Ich könnte gleich mal wieder 30 Rock gucken. So eine großartige Serie. Jo, also, Einsatz mit X, das war wohl nix, wie war dann das Nationalmannschaft. Da kommen wir mal zu den Sneak-Tipps für die nächste Woche. Wie schaut's da aus, Chris? Der Tipp für die anstehende Sneak Nummer 956 lautet Auftragsmörder. Und gleich vorneweg gesagt, findet noch einmal im Gloria statt. Das Ganze. Nur als Tipp. Oh, auch nicht schlecht. Schönes, schönes Ambiente auf jeden Fall. Und ja, für mich als nicht gerade Riesen ist es auch sehr schön, wenn das so wie so ein Amphitheater aufgebaut ist, das Kino. Das sieht man nicht gut. Ja, sind schon irgendwelche Tipps eingegangen, Kate? Ja, ja. Drei insgesamt. Einer davon ist von dir. Der Manu tippt auf Sicario 2. Der Thomas J. tippt auf The Equalizer 2. Mit dem Zusatz, wenn nochmal ein Melissa McCarthy-Film kommt, dann holt er einen Auftragsmörder. Und dann hast du noch getippt, Erik. Soll ich das auch vorlesen? Du kannst es machen, ja. I Kill Giants. In Klammer dürfte Harry Potter-Fans gefallen. Ja. Warum? Ja, musst du dir mal den Trailer angucken. Da steht zum einen da, was man eigentlich nicht so sehr beachten soll, aber von den Produzenten von Harry Potter, also von der Nichte des Cousins, von demjenigen, der Harry Potter gesehen hat. Ah, okay, verstehe. Nee, aber der sieht sehr verträumt aus und mit sehr, sehr fantasiemäßig. Und also guck dir den Trailer mal an. Mit Zoe Saldana und Imogen Poots. Und ich bin da, ich habe von dem Film noch nie was gehört gehabt vorher, und dann schreibt mir jemand, wir haben das ja so eine kleine Sneak-WhatsApp-Gruppe hier, wo ich so ein bisschen Infos kriege, was woanders in Deutschland läuft, und da kam gerade von den Leinwandperlen, die haben es glaube ich irgendwo in der Sneak-Preview gehabt, kam I Kill Giants, und da habe ich mir den Trailer angeschaut, da geht es nämlich darum, dass quasi jemand zum Auftragskiller werden soll für solche Fantasy-Wesen, und sieht ziemlich verträumt aus. Ja, also guck dir mal die Trailer an. Bin gespannt, was du dann dazu sagst. Okay. Ja, zu den anderen Sachen, ja, Sicario 2, oh, ich bin da ein bisschen ambivalent. Also wir hatten ja den Teil 1 im Kino und den habe ich auch hier in so einem richtig schönen, ach nee, brauche ich gar nicht hinter mich gucken, weil hinter mich ist der nicht hier. Der lag hier mal. So eine schöne Metallbox da von Sicario, weil bin ich so begeistert von dem ersten Teil. Und der zweite, da hat halt das komplette Team hinter der Kamera und so, macht halt da nicht mehr mit. Und auch der das geile Drehbuch geschrieben hat, was ja so ziemlich tricky war und verzwickt und so, ist auch nicht dabei. Und der Trailer, weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken. Aber in der Sneak würde ich ihn mitnehmen, ja. Und wie nett von dir. Equalizer 2, ja, das finde auch ganz gut. Ja. Den ersten Teil fand ich gut. Jo, na gut, dann schauen wir doch mal in die gesehenen Filme rein. Da steht bei euch gar nichts drin. Ich habe was geschaut, nämlich das hatte ich schon längere Zeit hier mal liegen gehabt. Und zwar Tribute von Panem, Mockingjay Teil 1. Weil ich hab gewartet, bis der zweite Teil rauskam, weil ich gedacht habe, ich gucke dann irgendwie beide kurz hintereinander, und es hat auch alles nicht geklappt, deswegen. Ich hatte ja mal so einen ganzen Berg Blu-Rays bestellt, da waren die beiden dabei. Da habe ich jetzt mal die erste geguckt. Mockingjay 1. Schließt also dann direkt an den vorhergehenden an. Und ist wie der Herr der Ringe, der erste hört er irgendwie mittendrin auf. Man will eigentlich gleich wissen, wie es weitergeht. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt ein abschließendes Urteil drüber fällen kann. Auf jeden Fall geht es darum, wie quasi der Widerstand erwacht in dem Distrikt und wie der organisiert wird und wie die auch teilweise ja, so eine Art moderne Medien nutzen, um ja, noch mehr Widerstandskämpfer zu gewinnen. Also die übertragen dann auch immer so Filmclips, die sie dann auch produzieren. Ja, Jennifer Lawrence ist natürlich mit dabei. Also es dürfte ja eigentlich bekannt sein, oder? Woody Harrelson dabei, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, Julian Moore ist dabei. Die spielt diese Sam Claflin. Ja, auch. Aber ja, jetzt nicht so im Hauptcast. So. Oh, der ist wichtig. Ja, später vielleicht.
Auf jeden Fall, Julie Moore, die spielt so die, was ist das, was haben die da für eine Herrschaftsstruktur? Weiß nicht, also irgendwie die Königin, Präsidentin, keine Ahnung, von diesem Distrikt, die quasi diese Herrschaft ablegen wollen von dem zentralen Distrikt und diese Revolution einleiten wollen. Und der endet dann auch sehr, sehr düster, weil die dann auch angegriffen werden. Und ich bin jetzt eigentlich gespannt, wie der zweite Teil losgeht. Ich mache dann die endgültige Bewertung, wenn ich den zweiten auch noch gesehen habe. Ja, ansonsten hat er mir schon sehr gut gefallen. Wurde bei dem jetzt hier, obwohl es nur eine einzige Bogenschießszene gab, was ich sehr schade finde, da gab es in den anderen Teilen deutlich mehr. Und diese eine Bogenschießszene war ziemlich Banane, weil die schießen da auf Flugzeuge. Und ja, aber sie hat ja veränderte. Ich weiß, aber ja, also ich würde sagen, Pfeil und Bogen gegen Flugzeuge ist schon. Ja. Also bei diesen Entfernungen und so, naja, ist egal, es ist ein Film. Aber ja, bei den anderen Teilen, gerade in dem ersten Teil oder so, da hatte das schon mehr Hand und Fuß da, diese ganze Bogenschießerei, da achte ich ja immer ein bisschen drauf. Aber es ist natürlich cool, was sie da so für einen Bogen hat und für Köcher und Pfeile und so. Das haben sie schon ein bisschen was einfallen lassen, auch diese Montur, die sie dann bekommt. Ja, hat mir gut gefallen. 7/10 würde ich mal sagen für den. Und ich gucke mal den zweiten noch, vielleicht wertet das dann den ersten ein bisschen mehr auf, weil der ist irgendwie, ich glaube, so für sich kann der nicht stehen. Ich finde es jetzt auch. Ja, ich finde es jetzt auch ganz gut, dass ich mir da gewartet habe, bis der zweite Teil kommt und nicht irgendwie erst den ersten und dann irgendwie ein Jahr warten, bis der zweite kommt. Ne? Ja. Ja, so ging es mir. Siehst du mal. Ja. Du hast den im Kino gesehen oder was? Ich habe den im Kino gesehen. Ich habe alle im Kino gesehen. Okay. Wusste ich gar nicht. Doch. Ja, muss ich hatte den, meine ich, sogar besprochen. Glaube ich. Meine ich. Mich zu erinnern. Kann sein. So, sonst, toller Film, tolle Filmreihe. Sonst habt ihr sonst nichts geguckt? Nee. Außer Fußball? Nee. Vielleicht? Nee. Nee. Dann, ich muss arbeiten. Mal gucken, vielleicht läuft ja diese Woche irgendwas an, was euch gefällt. Kinocharts und Neustarts. In den Stuttgarter Kinocharts sieht es wie folgt aus. Platz 10 ist Liliane Susewind, Platz 9 Louis und die Aliens, Platz 8 The Strangers, Opfernacht. Platz 7, Meine teuflisch gute Freundin. Platz 6 ist immer noch Deadpool 2. Platz 5 ist Love, Simon. Platz 4, Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Platz 3, Solo, A Star Wars Story. Platz 2, Ocean's 8. Und Platz 1, Jurassic World, das gefallene Königreich. Wundert mich ja, dass ihr da noch nicht drin wart. Da wolltet ihr doch rein, oder? Bring ich was durcheinander? Nö, eigentlich bringst du da nichts durcheinander. Ich finde nur keine Zeit. Ja, das ja, also momentan ist echt schwer. Okay, mal reinschauen, was so diese Woche neu anläuft in Stuttgart. Oh, The First Purge läuft an. Oh. Prequel zur Purge-Trilogie von James de Monaco. Findet der erste Test-Purge auf Staten Island statt. Dann Liebe bringt alles ins Rollen. Eine französische Komödie, oder? Ja, von den Namen her. Komödie mit einem eitlen Geschäftsmann, der sich als Rollstuhlfahrer ausgibt, um eine Frau zu erobern, die ebenfalls im Rollstuhl sitzt. How to Party with Mom läuft an. Okay, das kannst du jetzt noch mal gucken. Das läuft jetzt an diese Woche am 5.7. Die Frau, die vorausgeht, ist ein Biopic mit Jessica Chastain als Catherine Weldon, eine Künstlerin und Aktivistin, die ein Gemälde des legendären Sioux-Häuptlings Sitting Bull gemalt hat. Mit Sam Rockwell auch noch. Oh, auch nicht schlecht. Marvin läuft an, ein Coming-of-Age-Drama um Anne von Anne Fontaine, um einen jungen Mann, der aus dem konservativen Umfeld seiner Familie ausbricht und in Paris Schauspieler wird. Am Ende ist man tot, Tragikomödie von und mit den Schauspielern des Hamburger Thalia Theaters über den rätselhaften Einfluss des Geldes auf zwischenmenschliche Beziehungen. Okay, das läuft nicht an, das läuft auch nicht an. A Day, ein südkoreanischer Mystery-Thriller von
Cho Sun-ho muss sich ein erfolgreicher Arzt immer wieder den Tag erleben, an dem seine Tochter bei einem Autounfall stirbt. Boah. Ja, krass, ey. Täglich grüßt das Murmeltier, aber in traurig oder was? Eieiei. Mhm. Das läuft auch nicht. Nee, das läuft auch nicht. Nee. Nee, dann war's das mit den Kinostarts für diese Woche. First Purge ist ja eigentlich auch nicht so verkehrt, oder? Aber beim letzten, da weiß ich nicht, da waren wir jetzt auch alle nicht so wahnsinnig. Und da hat man schlechte Gesellschaft im Kino. Die haben immer gequatscht die ganze Zeit. Das war furchtbar. Ja. First Purge hätte ich schon Bock drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehe. Gerade weil halt der letzte war halt immer nur das gleiche wie immer quasi. Ne? Und das halt diesmal mit dem Thema Neuwahl dazu. First Purge könnte jetzt aber wieder interessant werden, weil es halt einfach so die Geschichte erzählt, wie es dazu überhaupt kam. Und das fände ich dann, glaube ich, wieder ganz interessant. Ja, historischen Bezug. Boring. Na, muss man ja mal wissen, wie das alles anfing. Ja, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, irgendjemand muss sich den Blödsinn ja auch ausgedacht haben. Und ich mag so Geschichten, die man dann einfach so ein bisschen vorneweg mit erzählt. Und wie kann man denn auf so eine Idee überhaupt kommen? Ja, na gut. Gucken wir mal. Boring. Ja, gucken wir zu Hause mal an. Na? Ja, ich glaube es auch. Na gut, dann schauen wir doch mal, was so an dem Briefkasten eingetroffen ist. Briefkasten. Ich habe ja schon gehört, dass da wohl in der E-Mail was drin stand. Ich gucke aber erstmal hier auf der Webseite. Das haben übrigens auch schon viele, viele mitgemacht bei unserem Freikartengewinnspiel für Lomo, der ja erst in 2 Wochen oder so anläuft. Da könnt ihr noch bis diesen Freitag, also bis Freitag den 6.7. mitmachen, damit die Karten dann rechtzeitig zugeschickt werden. Also, wenn ihr möchtet, nehmt da teil, könnt ihr 2x2 Freikarten gewinnen und könnt dann mit der Person eures geringsten Misstrauens mal ins Kino gehen. Und ich schau mal, was das für ein Kommentar war. Ein Anonymer hat geschrieben. Anonymous. Hallo zusammen. Ohne lange nachzudenken, möchte ich einen meiner Top-Tierfilme nennen. Der Bär. Von Jean-Jacques Annaud. Viele Grüße, Rainer. Er ist ja doch nicht anonym. Der gleiche Rainer, der wahrscheinlich eine E-Mail geschrieben hat. Das könnte sein. Ja. Okay, das war's mit den Kommentaren. Leider ein bisschen dünne jetzt gerade, aber ja, Fußball und Sommerzeit und Ferienzeit. Was für Fußball? Fußball? Eishockey. Wir enden zu Ende, oder? Eishockey, Rugby, alles. Ja, heute geht's in der NHL los mit der Free Agency, also mit den Spielern, die jetzt auf dem Markt sind, die vertragslos sind. Also sehr spannend, was da heute noch passiert. Drafting, also, oder wie nennt sich das? Der Draft war ja schon. Das ist für Jungspieler. So. Das war schon. Da wurde übrigens ein Deutscher gezogen. Oh. Und du sagst mir jetzt natürlich, wer, an welcher Stelle und von welchem Team? Thomas Schmidt. Dreiseidel. Rainer Müller. Ja, genau. Dreiseidel, der schon gezogen wurde. Rainer Müller. Ich probiere einfach mal die gängigsten deutschen Namen. Nein. Dominik Bock wurde gezogen an 25. Stelle von den St. Louis Blues. Und der letzte Spieler, der von den St. Louis Blues in der ersten Runde gezogen wurde, war wer? Kühnhagel. Nein. Dreiseidel. Ihr macht mich fertig. Wir treffen ja nicht alle gerade. Es war Jochen Hecht, aber ist egal. Yeah, der Jochen. Aber das war auch zweite Runde damals. Wir driften ganz schön ab. Wir gucken mal lieber in die Rätselecke erstmal. Rätselecke. So, ich habe gehört, da gab es einige Reaktionen auf das Rätsel. Ja, eine. Oh, eine. Also, der Rainer hat mir wieder geschrieben. Und der Rainer hat nicht lösen können. Der hat es falsch gelöst. Der schreibt nämlich, und da kommt dann auch der kleine Hinweis, den ich vorhin schon gesagt habe. Hallo Kate, diesmal war es schwer. Es müsste der alte The Mechanic mit Lundgren sein. Kann ich an der Stelle sagen, nein, ist er nicht. Ein bisschen konstruktive Kritik noch. Eriks Monolog zu Lomo empfand ich als zu lang und zu viele Wiederholungen. Ansonsten freue ich mich immer über eine neue Folge.
Weiter so. Liebe Grüße, Rainer. Du hast dich in Lomo verloren. Das kann natürlich sein. Oder ihr solltet solche Sachen halt auch mitgucken, dann können wir drüber reden. Ja, wahrscheinlich. Nein, also tatsächlich habe ich letztes Mal den Film Bankjob beschrieben. Ah, Bankjob, siehste. Mhm. Also irgendwie kam es mir bekannt vor und den hatte ich auch mal in der Sneak irgendwie vor vielen, vielen Jahren. Der gute Autoverkäufer, der eigentlich nie böse war und dann aber unbedingt... Aber da lag er ja doch schon relativ richtig, weil ich glaube, da hat der Jason Statham auch mitgespielt, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, aber er meint ja den alten Mechanic. Ach, den alten Mechanic. Ja. Okay. Hm. Aber grundsätzlich von der Story sehr ähnlich, glaube ich, oder? Egal. Leider nicht gelöst heute, aber er hat eine neue Möglichkeit. Na dann, schieß mal los. Q hat schon lange die Augen auf das rätselhafte Mädchen von nebenan geworfen. Als die zwei eine Leiche entdecken, beginnt deren Reise. Das war's. Ende. Ah. Ganz kurz. Prägnant. Beleg noch gerade. Cooler Film. Ja, ich glaube, ich hätte da eine Idee. Oh, na gut, vielleicht nachher mal äußern. Hattest du jetzt eigentlich hier die Top 5? Dann? Ja, okay. Selbstverständlich. So. Dann. Wir haben ja schon gehört, was Rainer sein Lieblingsfilm mit Tieren ist. Ich bin natürlich voreingenommen. Auf meiner Top 1 ist ein ganz spezieller Film, den vielleicht nicht jeder kennt. Aber ich fange mal mit Punkt 5 an. Und zwar mein liebster Nummer 5 der Film ist Bob der Streuner. Ein ganz, ganz prima Film. Britischer Film über einen Kater, der das Leben eines jungen Mannes verändert, und zwar zum Positiven. Das ist gar nicht so alt, der Film, ne? Ich kann mich erinnern, du hast vor kurzem drüber geredet hier im Kinokast. Ja, der ist ganz toll. Ja. Und dann Platz 4, Marley und ich. Ah, dieser Hund, Marley, ist schon dran. Geht es auch um das Leben einer Familie und wie der Hund sie begleitet und Platz 3, nach wahren Begebenheiten, Hachiko. Hachiko ist ein Hund, der eine ganz, ganz feste Bindung zu seinem Herrchen aufgenommen hat. Und sein Herrchen fährt jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Und eines Tages kommt Herrchen nicht mehr zurück. Und Hachiko geht dann einen sehr langen Leidensweg. Und muss feststellen, dass egal wie lange er wartet, sein Herrchen nicht mehr wiederkommt. Das klingt nicht nach einem Feel-Good-Movie. Ist ja ein ganz trauriger Film. Und es ist, wie gesagt, nach einer wahren Begebenheit. Also es gibt tatsächlich den echten Hund als Statue an diesem Bahnhof, wo das damals passiert ist. Ach so, der läuft dann immer zum Bahnhof hin und hat gewartet. Ja, der hat dann immer gewartet. Und irgendwann kamen dann die Kinder von seinem Herrchen und haben ihn mitgenommen und dann wollten sie auch mal wegziehen, aber Hachiko ist immer wieder zurückgerannt. Ja. Oh. Er hat dann auch schon mit den Leuten vor Ort dann Freundschaft geschlossen und dann hat der Hotdog-Verkäufer hat ihm Würstchen gegeben und so. Ist das ein japanischer Film oder Hund? Ja. Also die ursprüngliche Geschichte ist japanisch, aber die amerikanische Verfilmung ist mit George Clooney. Der spielt den Hund. Ja, genau. Platz 2, ein Film, der immer, einfach immer geht, ist Free Willy. Ich liebe Free Willy. Du hast das letzte Mal gemeint, der ist schlecht gealtert, das ist mir aber egal. Free Willy geht immer. Abgesehen davon, dass es darum geht, einen Wal aus der Gefangenschaft zu befreien, was ich schon mal sehr gut finde, ist einfach auch die Geschichte zwischen diesem Jungen und wer dieser Junge ist und wie er sich während dem Film und mit der Freundschaft mit dem Wal eben entwickelt, einfach schön. Wenn der auf Sky läuft, ich kann nicht wegschalten. Ich gucke ihn dann immer, egal ob er schon mittendrin ist oder nicht. Ich gucke einfach weiter. Free Willy, super Film. 2 und 3, ja, gibt es. Ja, habe ich gesehen. Aber der erste ist einfach immer noch der beste. Wird er dann in den 2 und 3 wieder gefangen und muss wieder befreit werden? Nee, im zweiten Teil. Das spricht nicht für die Intelligenz von Willy. Im zweiten Teil.
Da treffen sie ihn wieder und dann hat er so quasi seine Familie gefunden. Und dann passiert aber auch wieder was. Dann wollen irgendwelche ihn wieder gefangen nehmen und was weiß ich. Und keine Ahnung, dann gibt es auch noch bei ihm in der Familie Verwirrungen. Und, ach, keine Ahnung. Dann gibt's auch, ich glaube, im dritten wird dann auch ein riesen Feuer auf dem Meer. Und ach, was weiß ich. Also es geht eigentlich immer darum, ihn zu beschützen. In allen Teilen. Ein Feuer auf dem Meer? Ja, da ist irgendwie ein Schiff mit Rohöl so gekentert. Und das gerät in Flammen, während die Wale gerade in der Bucht sind. Und würden die aus der Bucht nicht mehr rauskommen. Dann Katastrophe halt. Ne? So. Aber mein absolute Nummer 1, und den muss man eigentlich im Original gucken, und wahrscheinlich kennt ihn außer mir niemand, ist Red Dog. Und ist das nicht mit Jean-Claude Van Damme? Nein. Da spielt leider meine Besessenheit für Australien mit. Das ist nämlich ein australischer Film. Und Red Dog ist auch wieder nach einer wahren Begebenheit. In dem Film geht es um einen Hund, der hat keinen Namen. Also der hat keinen Namen, der hat kein Herrchen, der hat kein Zuhause. Und alle kennen ihn nur als Red Dog. Und er ist eine Mischung aus Hund und Dingo, deswegen auch Red, also roh ist halt rot, er hat so eine rote Fellfarbe. Und er läuft quasi streunend so durch die Gegend und will schauen, will in die Leben von anderen Menschen reinschauen und beeinflusst dadurch auch die Leben. Also es fängt zum Beispiel an, die Geschichte, er sitzt mitten auf der Straße, während ein Auto auf ihn zufährt. Und dann halten die an, denken so, was ist denn mit dem Hund los? Und dann steigen sie halt aus und laufen zu ihm hin. Und dann steht er auf, läuft los, hüpft ins Auto und wartet im Auto. Und hat jetzt einfach beschlossen, so, ich komme jetzt einfach mal ein Weilchen mit euch mit. So. Und dann, der hat so ein Gespür, wann er wieder weiterziehen kann, ja, wann ihn jemand braucht. Und als dann eins seiner Herrchen, er hat ja mehrere quasi, hat er überall zu Hause, bei jedem, den er trifft, der darf jederzeit wiederkommen, was Schlimmes zustößt, geht er auf so eine Art Selbstfindungsreise und geht komplett die Westküste von Australien, wandert er hoch und kommt irgendwann auch wieder zurück an seinen Stammplatz. Also das ist eine tolle, wunderschöne Geschichte über diesen Hund. Und auch, wie gesagt, eine wahre Geschichte. Super schöner Film. Auch traurig. Und man muss ihn wirklich im englischen Original gucken, weil die Australier, die haben im Westen so einen richtig schönen Akzent. Das ist so, das ist wie wenn man Texaner reden hört, nur schlimmer. Die nuscheln. Aber das ist so, das ist herrlich, herrlicher Film. Ja. Gerade mal geschaut, der Hund Coco, der den gespielt hat, das ist sein einziger Film, den er gemacht hat. Der Red Dog? Der Coco, der Hund, der echte Hund, also der. Aus welchem von den Filmen, die ich jetzt vorgestellt habe? Coco. Red Dog. Der Hund heißt Coco. Der hat nur in dem einen Film mitgemacht. Ja, das kann sein. Ist auch jetzt 2012 gestorben. Altersschwäche hoffentlich. Ja. Congestive Heart Disease. Ja, okay. Ja, nee, danke für deine Filme. Ich habe gerade die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, was mir so mit Tieren oder so, aber auch nicht so richtig was Passendes eingefallen. Du hast doch schon viel genannt. Aber Flipper hätte ich noch irgendwie. Flipper fand ich immer Flipper cool. Flipper konnte ich nichts mit anfangen. Eurofan Flipper. Den klugen Delfin. Gleich wird er kommen. Jeder kennt ihn. Den schwulen Delfin. Den klugen Delfin. Nein, den klugen. Entschuldigung, das ist noch so Stadiongesang. Kennst du das auch? Nee. Mit irgendwelchen Österreichern. Singt man im Stadion, da hat man früher gesungen. Jeder kennt gleich, jetzt kommt Harnik zum Beispiel. Yeah, gleich wird er kommen. Jeder kennt ihn, den Schwulen aus Wien. Und ich finde das so, ich finde das so bescheuert, da Witze über Homosexualität oder sowas zu machen. Kann ich mich null mit identifizieren und habe ich auch nie mitgesungen, solche Sachen. Ja. Finde ich total daneben, möchte ich an dieser Stelle mal ein Statement abgeben. Ja, übrigens der Wal von Free Willy, ne? Ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig in Erinnerung bringe, der war dann irgendwie in SeaWorld in Florida. Mhm. Und da hat er auch kein gutes Leben gehabt. Da gab es dann so Tierrechtsaktivisten, die wollten den da irgendwie rausholen oder sowas. Und der hat dann auch irgendwie mal eine von den Trainerinnen angegriffen oder sowas, war da.
das recht in Erinnerung habe. Hm. Ah ja, ah, das so Tierfilme ist halt immer schwierig, ne? So Filmtiere irgendwo runterzubringen und die auch gut zu behandeln und so, dass die das machen, was gebraucht wird für den Film. Naja, aber da gibt es ja mittlerweile hoffentlich genügend Organisationen, die das dann überwachen. Sonst gibt es ja gleich Shitstorm oder so, wenn da irgendwas passiert. Zum Glück. Ja, jetzt sind die Hörer aufgefordert, nicht nur der Rainer, der hat ja schon gut vorgelegt, aber vielleicht haben die Hörer auch noch irgendwelche Lieblingsfilme mit echten Tieren, also nicht Snoopy oder so. Snoopy ist ja eh der coolste. Oder Muppet Show oder so. ja. Dann schreibt's mal in die Kommentare. Oder wenn ihr euch nicht traut, dann schreibt's der Kate an kate@kinocast.net. Da könnt ihr übrigens auch die Lösung für das Rätsel hinschicken. Okay, dann ja, den Hinweis, dass das Freikartengewinnspiel noch läuft, habe ich getan. Dann werde ich mal einen Blick reinwerfen, wer uns in der letzten Woche unterstützt hat durch Käufe über unsere Affiliate-Links auf der Webseite. Ein Samsung-Headset hat jemand bestellt, ein LG Curved Monitor, 34 Zoll, oh, auch nicht schlecht, und ein Standfuß dazu. Und ein, was ist das, Grizzly Scherenset, was ist das für irgendwelche Bären? Nee. Ach nee, für den Garten hier so eine kleine Gartenschere, wo man so Unkraut irgendwie abschneidet. Zum Verteidigen gegen die Grizzlybären im Garten. Genau. Ja, vielen Dank an alle, die sich irgendwie wiedergefunden haben, die was davon gekauft haben. Das unterstützt den Kinocast. Und seitdem wir jetzt Juli haben, läuft leider die Förderung vom Jürgen aus, der quasi die Serverkosten fürs erste halbe Jahr schon übernommen hatte. Trotzdem nochmal danke dafür. Und ja, deswegen bestellt über unsere Affiliate-Links, damit hier wieder ein bisschen was reinkommt, und denkt an das Gewinnspiel. Ja, ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, dann nö. Dann ja, viel Spaß im Kino in der kommenden Woche. Was ist? Nichts, alles gut. Ja, vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Bis morgen. Sehr dann gerne. In der Sneak. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Morgen klingt ja die Sneak auf jeden Fall schon mal besser. Es ist nicht so schwer, oder? So, Tipp für nächste Woche: kein Film mit Melissa McCarthy. Yay! Wir kommen alle. Und alle so, yay! Und so, yay! Mayo mit Pommes. Ja, hat ja leider nicht geklappt hier. Ja.